Machinario. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Genau, ganz genau von Machinarium. Ich habe schon mal früher irgendwann mal die Demo gezockt davon. Und ich bin jetzt vor kurzem darauf gestoßen, dass ich den Soundtrack wieder mal gehört habe und den in unsere Playlist, die ja momentan eigentlich nicht läuft in Minecraft oder so, aber irgendwann wird sie bestimmt nochmal laufen oder ein gewisses Mod, habe ich das dann hinzugefügt und das fand ich so geil, habe ich mir gedacht, muss du mal wieder zocken. Und jetzt habe ich es mir bei Steam gekauft. Und ja, was soll man groß sagen, wir legen einfach mal los. Landen jetzt hier im Menü. Ihr seht schon, ich habe schon mal gespielt, ich habe auch schon mal aufgenommen, leider ist die Aufnahme, naja, wollen wir nicht drüber reden. Ich kriege das Bild auch nicht viel größer, ich kriege das jetzt nicht, also nicht ganz 1080p, es wird zwar bei YouTube aufgenommen so, aber das Format ist jetzt hier mit Rendern, das ist überall so, das ist so gemacht. About. Machinarium, ich sag mal Machinarium, ich glaube es heißt eher Machinarium, oh ich muss mal leiser machen hier. Das Point-and-Click-Adventure-Game bei The Makers of Web Games, Samurast und Samurast 2, kennt vielleicht ein oder andere, ich kenne es nicht. Also Zech, Independent Studio, Amanita Design, please visit our website. Ja, das Ganze läuft über den Flash Player. Was natürlich jetzt, finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das Menü. Man sollte die harte Beschleunigung ausmachen, nur falls es irgendjemand zocken will. Trotzdem, auch wenn es nicht technisch so gut umgesetzt ist, ist es ein Hammer-Game, eine Hammer-Grafik, eine großartige Atmosphäre, finde ich. Und bevor ich jetzt hier weiter quatsche, spielen wir ein neues Spiel. Ja, der hat sich erstmal ausgeleert. Das Wesen, was immer das war, wir sollen hier klicken. Ich kenne das jetzt schon, ich kenne schon die ersten 3-4 Level. Ist nicht schlimm, das soll ein bisschen kürzer sein. Das wurde auch bemängelt hauptsächlich. Aber fürs letzte Test ist das ja nicht so schlimm. Ich glaube nicht, dass wir es durchspielen. So. Blups. Wir bauen uns jetzt quasi selber zusammen. Unseren Charakter aus Schrott. You can click and interact only with objects and characters which are within reach of the robot. Das heißt, den Charakter. Oh, ich habe meinen Arm, mein Bein verloren. Hm, da drüben, guck mal, die komische Clowns-Dings-Puppe da. At any time you can grab the robot by the head and extend or shrink his body by dragging up or down. Wir können also den Robot hier auseinanderziehen und wieder reinziehen. Und dann können wir uns die Puppe schnappen. Und hier haben wir das Inventory. You can collect some items for later use. Hier ist your Inventory. Und dann geben wir das Ding mal dem Viech, das mich ganz nervös macht. Achso, Menu. Erstmal das Tutorial noch zu Ende machen. Dann das Menu mit dem Blooms. Ganz normal. There's one hint in each level, den werden wir sicherlich noch brauchen. Das ist echt kein leichtes Spiel hier. Das glaubt mal. This is a walkthrough book. It is programmed to show only a page with walkthrough for the current level. It uses it only when you are really stuck. Also ein walkthrough book. Walkthrough. Okay. Das ist übrigens so ein Spiel, wo ich gar nicht labern will, weil ich euch noch mehr nerve als sonst. Denn diese Musik und die Sounds sind einfach
Große Klasse. So, was haben wir denn da an Magneten? Oh. Ja. Der Roboter, der ist ganz schön kräftig. Da kann man eben so einen Hufeisenmagneten. Und auch Schnur essen, also alles Kauer. Wie heißt es? Sometimes we can combine two items in the inventory. Das gucken, dass ich nicht alles selber mache, weil ich kenne das ja schon. Jetzt können wir das kombinieren. So. Nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Und jetzt treten wir hier mal ordentlich gegen die Laterne. Was das ist. Und jetzt kauen wir das mal wieder aus. So süß. Der Roboter. Und dann yippee-yay! Dann, wie war das jetzt? Ach ja, runterlassen. Damit wir unseren Arm finden, der aufgepasst hat. Der ist vorne in den Tümpel gefallen. Und dann schwingen wir uns elegant darüber. Und der Arm ist auch gleich an Ort und Stelle. Und der Hufeisenmagnet ist weg. Weiter geht's. Auf unserem Abenteuer. Durch die Landen, durch die Hügel und Berge. Wenn die komischen Viecher lang schwirren. Und da haben wir einen Wandersfreund offensichtlich gefunden, der uns zur Begrüßung erstmal gleich wegkickt. Mhm. Hallo, hallo. Lass mich rein, du alte Schreckschnapsche. Na gut, du Penner. Schönen Feierabend. So, ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Gut. Wie war das jetzt? Ach ja. Gucken wir nochmal, ob wir da reinkommen. Nee. Ob wir auch rüber dürfen? Ich glaube eher nicht. Hallo, hallo. Ja, lass mich rein, du alte Streckstöpsche. Nochmal. Nee, wer mich Schneckstrepsche nennt, Schneckschrepsche, der darf hier nicht rein. Na gut. Hm, schade. Was machen wir denn da? Ich habe mir Schneckschrepsche übrigens gerade ausgedacht. Gehen wir nochmal hier hoch. Ich kenne das natürlich schon, das Rätsel. Ich kann es ja mal auflösen. Wir müssen jetzt, da der Kerl so doof ist hier in seinem Wachturm, müssen wir uns quasi verkleiden. Wie eine Wache, wie ein Polizist. Und deswegen müssen wir uns jetzt hier verschiedene Dinge besorgen. Wenn ihr genau auf den Hut geachtet habt, den die beiden anhaben, dann wisst ihr schon, was wir jetzt machen. Genau, wenn man die Laterne hoch hier. So, jetzt sind wir oben und jetzt müssen wir uns ein bisschen größer machen und ein bisschen Elektriker spielen und dann die Laterne runterfallen. Jetzt haben wir eine Glühbirne. Und hier haben wir doch so eine schicken Verkehrshütchen. Die können wir jetzt kombinieren. Ne, doch nicht. Okay, habe ich mich geirrt. Und schmeißen wir hier noch ein bisschen Randale. Hier haben wir blaue Farbe. Und mit dem ganzen Gerümpel können wir jetzt den... Ach doch. Erstmal den da eintauchen. Ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Dann die blaue Farbe reinmischen. Ab dafür. Dann das Einfärben schön blau. Und dann das Kombinieren. Und dann können wir es aufsetzen. Ich mache jetzt mal die ersten Level ein bisschen schneller, weil ich gespannt bin auf die späteren Level. Entschuldigung, auch wenn ihr... Vielleicht ist es besser, dann müssen wir nicht ewig hin und her überlegen und kommen vielleicht ein bisschen weiter in dem Letztest. Mhm. Oh. Hallo, hallo, Kollege. Los, du Schneckschreppsche. Lass mich rein. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Vorsichtig, mein Freund, vorsichtig. Ganz langsam. Ganz langsam.
Ruhig bleiben. Atmen. Ruhig. Pass auf die Pfütze, du Penner. Na gut. Was soll's? Dann sind wir jetzt hier unten. Wir sind ja ein Roboter, wir sind unsterblich. Ja. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal einen Hebel. Den drücken wir doch mal. Da kommt eine Lore runter mit hübschem Gestein, was auch immer. Und dann haben wir hier noch so ein komisches Teil. Das stecken wir doch mal daran. Und dann... Wie war das jetzt? Ach, jetzt können wir hier drücken und den Hebel quasi betätigen. Das bringt uns aber nichts, weil ja, wir müssen irgendwie da rein. Weil wir kommen da oben nicht hoch. Hier, also wenn ich hier drücke, lande ich auf der Treppe. Das wird nichts. Wenn ich jetzt einen Hint benutze, den können wir mal machen. Wir sollen da das Teil holen. Das ist aber nicht möglich, weil wir da nicht dran kommen. Wenn man aber genau sieht hier, das ist echt schwer. Die Rätsel sind echt, haben es echt in sich, wenn man das völlig blind spielt, was wir später ja tun werden, wenn... Ich sag euch dann Bescheid, wenn wir in einem Level sind, das ich noch nicht gespielt habe. Hier können wir quasi dieses Teil steuern, in welches Loch es soll. Kann ich euch mal demonstrieren. Genau, jetzt geht es da rein. Wir sind auf 5 und B. Und ich vermute mal, dass das A ist, das B ist und das C ist, oder? Da müssen wir ja natürlich bei A bleiben. Ja, bei A bleiben wäre ganz gut. Und dann vielleicht A2. Alles richtig. Das könnte richtig sein. Was soll das jetzt? Das bewegt sich so langsam, wenn er so klein ist. Wie so eine Kröte, ist das süß. So, und dann, wenn wir hochjumpen, dieses ultimative Talent der Roboter, das ist echt Wahnsinn. Hat Muskeln wie Stahl. Jetzt haben wir dieses komische Ding, von dem ich nicht genau weiß, was das sein soll, irgendwas. Und das können wir jetzt dahin legen. Auf die Schienen. Und dann drücken wir doch mal den hier. Boing. Ganz genau. Dann schrauben wir das Teil aus. Und pflanzen uns dort drauf. Und ab dafür. Hui. Boing. So. Oh, wer kommt denn da? Hallo? Ach du, hier ist das für ein fetter Kerl. Aha, der Kohlefresser, oder was? Dieser blöde Mistkerl hat uns einfach unsere Burg kaputt gemacht, dieser. Der hat uns gemobbt. Blöder Fresssack, verzieh dich. Da, wo du hergekommen bist. Der kleine Roboter hat Angst, ey. Ja, na klar, der fette Sack an dem so einem dünnen Faden. Natürlich. Ja, passt da gerade noch so rein. So, tschüss. Huh. Ganz genau, jetzt können wir ja mal... Wie war denn das jetzt? Hier ist so ein komisches Teil, ein Schlüssel. Der Hint sagt uns, wir sollen dort hinein. Und das werden wir jetzt mal versuchen. Ich habe das schon gespielt, aber ich muss es erstmal wieder zusammenbekommen. Wie gesagt, Demo könnt ihr euch kostenlos, könnt ihr auf der Website kostenlos zocken im Flash Player oder... Oh.
Mann. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das jetzt unbedingt war, aber was soll's. Was passiert denn, wenn wir hier drücken? Die Lore verschwindet und eine neue kommt daher. Und noch ein Zettel. Wenn die Lore springen, nach oben gleiten lassen, dann da auf die Plattform und dann den Hebel betätigen, damit irgendwas passiert. Wenn man genau hinsieht, sieht man hier diese kleinen Pfeile, der Drehpfeil, der Runterpfeil, also weißt schon, was ich meine. Und wieder der Pfeil. Und das hat Folgendes zu bedeuten, soweit ich mich recht erinnern kann. Wenn wir hier den Button drücken, dann geht dieses Teil auf, diese Konsole. Und dort können wir jetzt was programmieren. Und zwar war das doch so. Und da wird wieder ein einzig drehender Pfeil. Und da müssen wir, glaube ich, hier drücken, ne? Ganz genau, jetzt bewegt sich hier diese Kohleschaufel, die eigentlich die Kohle von der Lore in den Ofen schmeißen soll. Bewegt sich dorthin, macht sie jetzt auch. Und schmeißt dann die Kohle in den Ofen um. Und dann ist wieder passiert. Pausiert. Das müssen wir jetzt, wir müssen nicht warten. Aber wenn ich noch drücke, dann müssen wir nämlich gleich rüber sprinten, hier in die Lore. Wir müssen hier beachten, hier sind diese gelben und hier ist der grüne. Okay, also runter und Umdrehung. Okay, runter und Umdrehung. Gelb, gelb runter und blau Umdrehung. Gut. Schnell rüber. Rüberspacken. Lauf, kleiner Robert. Ab in die Lore. Jetzt müssen wir den richtigen Moment abpassen. Denn wir müssen hier diese... Ach Gott, ja. Mit dem Schlüssel. Das Teil hier freischalten. Die wartet jetzt gelb runter und blau Umdrehung, ne? Denn wir müssen jetzt, wenn wir jetzt hier einfach raufspringen wieder. Es geht ja auch gar nicht, weil wir es nicht aktivieren können. Müssen wir die andere Richtung nehmen quasi. Deswegen müssen wir hier ein bisschen was basteln. Wie war denn das jetzt? Ach, dann müssen wir es nochmal machen, ne? Ah, das ist natürlich ein bisschen doof. Ach, hier steht's auch nochmal. Moment, der soll sich hier an die andere Richtung drehen. Das war ja nichts mit der Ohr und das. Achso, ist ja richtig. Ja, das ist vielleicht sogar richtig. Mal gucken. Wir müssen das, glaube ich, wieder runter. Ganz genau, seitlich. Dann noch das Ganze nochmal machen. Aber hoffentlich klappt's die. Ohne eine läuft total langsam, schafft er nicht. Wir können auch erstmal gucken, ob der überhaupt richtig funktioniert hier. Ja, und jetzt geht er. Ah, okay, es funktioniert. Leider war mir zu langsam. Ich muss nämlich ganz schnell den hier wieder einfalten, die Ziehharmonika quasi, die lebende Ziehharmonika. Quatsch, Akkordeon meinte ich, nicht Ziehharmonika. Was laber ich denn? Schnell! So. Einmal mitnehmen, bitte. Und dann rein in den Schacht. Und ab dafür. Danke. Thank you.
Oh Gott. Ah, Hilfe. Die haben uns gefangen, die Schurken. Okay. Aber wir sind jetzt also im Kerker, oder was? Also ab hier habe ich nicht mehr gespielt, ne? Darum speichere ich jetzt auch mal. Ach, da habe ich ja schon gespeichert. Naja, speichere ich den. So. Genau, ab hier habe ich nicht mehr gespielt. Gucken wir uns erstmal um. Los, pressen. Geht nicht? Na gut, okay, dann halt nicht. Aha, ein Klopapier. Oh, lecker. Esse ich auch mal zum Frühstück. Dann sprechen wir doch mal mit dem Kerl hier. Der will eine Zigarette haben. Okay, der will eine Zigarette haben. Da sind die ganzen Jahre schon. Was haben wir denn da? Irgendwelches Moos? Und hier kommt natürlich kein Wasser raus. Aber der Dingsbums kommt. Der Hebel. Und jetzt können wir, was können wir jetzt machen? Nichts kombinieren. Ja klar, wir sollen Zigaretten drehen, aber. Aber wie? Das soll doch wahrscheinlich als Ersatztabak dienen, oder was? Das olle Moos. Hallo? Und dann halt nicht. Ach, leck mich doch. Züge. So ein Kettenraucher oder was? Alter. Was ist das eigentlich für ein komisches Loch da? Ich probiere jetzt hier alles durch. Auch wenn der Ton vom kleinen Roboter nervt. Ja, ist klar, aber wie? Vielleicht hat es mit seiner Größe was zu tun. Da leck mich doch. Ja, toll, das ist immer der gleiche Hint. Ja, das seht ihr mal, wenn ich ein Rätsel nicht kann, dann dauert das ewig. Geht immer noch nicht. Natürlich das Walkthrough-Book probieren, aber wahrscheinlich ist das total easy hier, das Level. Ich bin nur zu doof dazu. Wieso macht er das denn jetzt nicht? Können Sie mal das Walkthrough-Book angucken, das ist ganz witzig, das ist ein kleines Minigame quasi. Wir müssen hier drücken und dann sind wir so eine Art Schlüssel, das hat quasi das Buch öffnet. Und den müssen wir jetzt steuern, so durch diese Spinnen hindurch. Was überhaupt
nicht einfach ist, eigentlich. Zumindest meistens nicht. Sind random generierte Level, ja, sag ich doch. Ja, ich drück da nochmal drauf. Ich steuere es mit dem Pfeiltasten. Man kann es auch da manuell machen, aber ich glaube, Pfeiltasten ist einfacher. So. Hey, wieso denn? Achso, man darf auch nicht an den Rand gehen, ja, klar. Naja, wir geben nicht auf. Alter, leck mich doch. Wie soll man denn da bitte durchkommen bei den blöden Spinnen? Das ist doch extra so gemacht, dass man nicht das benutzen kann, oder? Will der immer noch nicht. Also die Lösung ist, ich kann mir jetzt cheaterhaft die Komplettlösung in die Komplettlösung gucken. Aber das ist vielleicht auch nicht so geil, aber ich will das jetzt Testset auch nicht so in die Länge ziehen. Eine Stunde reicht doch und ich will ja möglichst viel zeigen vom Spiel. Wahrscheinlich nur zu doof dazu. Ja toll, das macht er immer. Leck mich. Deine scheiß Zigarette. Und da vorne hin? Nee. Okay, tut mir leid. Ich guck mal ganz schnell nach. Ihr könnt ja hier ein bisschen den Roboter beim sich langweilen zu sehen. Beeil mich. Und die fantastische Musik vielleicht genießen. So. Moment. Das ist nicht hier irgendwo. Hier. Also ich habe ihn noch nicht benutzt. Was man da sicherlich auch in meiner Spielweise merkt. Im Gefängnis, genau. Ja, ja. Ach Gott. Also, nehmen die Lampe, tut mir leid. So, und dann, ganz genau. Trocknet das Zeug, weil Tabak ist ja eigentlich trocken. Und Rauchen ist ungesund übrigens. Jetzt können wir die dem geben eigentlich. Normalerweise. Oder? Hier. Ah, cooles Feuerzeug. So, packe ich die wieder weg, ja, versprochen. Was hat uns gegeben? Seinen Arm? Damit können wir jetzt Folgendes machen. Nee. Was können wir denn jetzt damit machen? Was können wir jetzt damit machen? Den irgendwie. Ach Gott, vielleicht können wir den ja. Lol. Nee.
gucken uns mal ganz kurz den Hint an, wenn das Inventar wieder da ist. Da. Ja, schön, haben wir doch jetzt gemacht. Alter. Seit Vorsicht, davon kein Let's Play aufnehme, ey. Ich würde es eigentlich gerne machen würde, aber das würde ich so in die Länge ziehen. Ich bin kein nicht der Rätseltyp, auch wenn ich gerne solche Spiele spiele. Die Rätsel, die haben es echt manchmal in sich. Ich bin auch nicht so den Ehrgeiz, ewig rumzuprobieren, während ihr euch langweilt. Weil der leckt mich doch fett. Nee, nee. Das will ich nicht. Das mag ich nicht. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ich meine, die Lösung ist super easy. Ich meine, müssen wir damit rumprobieren? Nee. Nee, auch nicht. Auch nicht. Bah, langweilig. Also Moment, hier ist. Hier können wir nicht ran. Wir können auch nicht das hier anklicken, oder? Traurige Roboter. Gut. Tut mir leid. Ich weiß, das ist scheiße von mir und so und bla. Okay. Ging ganz schnell. Ich hab die ja hier auf dem iPod neben mir. Ich würde aber wirklich auch nur reingucken, wenn ich die brauche. Wir sollen uns da hinstellen. Ah. lol. Komm schon. Na, komm schon. Jetzt haben wir einen Besen. Besen gefressen. Okay. Das ist sein Arm wieder. Tipp gibt's nicht. Jetzt haben wir einen Besen. Aha. Ah. Aha. Easy. Easy. Dann können wir doch mal. Oh, ich muss mal ein bisschen leiser machen hier. Können wir die Kollegen jetzt auschecken? Was habt ihr denn? Habt ihr Angst vor mir oder was? Hm. Naja, wenn ich will, der bleibt halt hier. Du auch. Kannst gerne mitkommen, mein Freund. Immer. Achso. Hallo. Das ist eine gute Idee. Ist. Da oben ist doch eine Wache oder sowas. Aber wir können ja auch nichts anderes machen. Na,
Aber hier ist auch noch ein anderer Gefangener. Achso. Ja. Hey! Du blödes Mistvieh hat uns einen Besen gestohlen. Also nebenher läuft die Story, die Vergangenheit, in Sprechblasen, das wird wie gesagt hier nicht gesprochen. Aber das muss es auch nicht unbedingt immer. Was macht der mit seiner komischen Pistole? Was ist das für ein Humpel-Ding? Bugs. Ah ja, okay. Der sieht uns dann. Okay, der soll also über seine Kugeln fallen. Ja, klar, der sieht uns. Ich glaube, der fällt gleich wieder um, oder? Ja, ja, ich weiß. Wir haben auch nichts mehr im Inventar. Können wir theoretisch zurückgehen? Ja, wir können theoretisch zurückgehen. Ey, eben gerade ging es doch noch. Sehr strange. Ja, lol, was sollen wir jetzt machen? Mal zurückgehen. Drüben werde ich gleich mal speichern. Mal schauen, was hier noch raus würde, wie wir hier rauskommen. Ich meine, die Kollegen wollen doch. Oh, wir kommen jetzt gar nicht mehr dahin. Leck mich doch. Boah, Entschuldigung. Wieso denn nicht? Ja, Leute, warum kommen wir denn jetzt hier lang, wenn wir nichts machen können? Das ist ja etwas seltsam. Hier sind noch so zwei Knöpfe. Ach, ich weiß. Ich glaube, wir müssen den richtigen Moment abpassen. Bam, Junge. Aha. Hä? Haben wir jetzt schon verpasst, als sie umgefallen ist, oder was? Ja, oder wir müssen irgendwie. Können wir hier durch? Nee. Mann. Ich kann doch nicht beim Leben-Level in die blöde Lösung schauen. Das will ich doch gar nicht. Vor allem so früh am Anfang. Schlägt ja nicht irgendwann ein, ist ihm das nicht so langweilig irgendwann. Leck mich, ey.
Ne, das will ich nicht. Das finde ich nicht gut. Batz. Reicht jetzt? Nee. Ich vermute, alles muss in den Sequenzen sein, wo er sich so vorbeugt. Jetzt mal ganz kurz warten. Hey, wieso denn nicht? Der sieht doch gar nicht. Der ist so halb blind. Boah, wie das Teil hier schon aussieht. Ja, hier steht genau das Gleiche. Ach Gott. Ah, ich hab immer auf den Schlüssel geklickt, nicht auf das Stuhlbein. Oh lol. Machen. Ja, na toll. Was hat mir denn das jetzt gebracht, bitte? Vielleicht nochmal umschubsen. Mal gucken. Die Agenda anlegen, aber scheint nicht zu gehen. Freundchen, langsam nervst du mich. Ah, ich glaube, ich weiß es langsam. Vielleicht hier was mit den Knöpfen irgendwie. So, lass mal größer werden. So. Zwischen haufenweise Kugeln. So. Ich dachte, man könnte jetzt irgendwas da drücken, aber
Oder, ich probiere es gleich nochmal. Entschuldigung. So. Und jetzt, da anlegen. Ach, leck mich. Ich check's echt nicht. Ich bin zu doof für das Spiel. Ich für fast alle. Ein ganz wesentliches Element haben wir vergessen, meine Freunde. Denn womit öffnet man Türen? Natürlich außer mit einer ach scheiße. Karte. Was laber ich hier eigentlich? Man öffnet Türen allgemein. Und auch noch in der heutigen Zeit mit Schlüssel. Mal gucken, ob das klappt, dass der uns nicht sieht, ey. Jetzt aber ab ins Versteck, ey. Sehr knapp. Das ist wahrscheinlich extra so programmiert. Also irgendwas fehlt noch. Wir haben noch mal einen Schlüssel. Ja, komm jetzt. Jetzt latscht da hoch mit deiner blöden Sprechblase. Komm jetzt da lang, ne? Na gut. Ach, jetzt kommt der Kollege hier. Ach, jetzt sind die frei. Ah, I understand. I understand. Oh. Yeah, Jungs. Hammer geil. Oh, na gut. Jetzt müssen sie aber rennen. Nee? Ach, das waren die Zellen. Leck mich doch. Ist aber auch ein bisschen schwer. Das Spiel sagt einem auch gar nicht, wie man jetzt hier weiterkommt. Hallo? Hä? Okay. Jetzt sind wir hier. In der Rückwand der Zellen. Okay, das war die Uhrzeit oder was? Okay. Lol. Haben wir irgendwas? Schlüssel will sie nicht. Dann schauen wir nochmal bei unserem guten alten Freund vorbei. Dem alten Kiffer. Vielleicht mag der einen Schlüssel haben. Da
Er scheint hier vermodern zu wollen. Na gut. Da können wir erstmal nichts machen. Zumindest wissen wir nicht, was das da mit den Zahlen auf sich hat. Warum renne ich jetzt eigentlich da ein? Weil ich mir nicht traue, die Tür zu nehmen. Ich bin schon ganz schön lange, oder? Konnte man nichts mehr machen. Nee, kann man nicht. Dann mal rein in die gute Stube. Das muss ich mal lauter machen. Meine Stimme macht schon gar nicht mehr mit. So. Bleib da mal stehen. Lol. Ja, gut, dann rennt's halt da oben hin. Was soll's? Hey, wo rennt der denn hin, ey? Sonst wohin? Ich wollte eigentlich hier vorne bleiben. Doch mal reinschauen. Haben wir geil gemacht. Ah, da ist der. Da sind die beiden Prolls. Die beiden Mongos. Was macht der denn da? Eine Bombe? Hilfe! Okay, das müssen wir verhindern. Und wo, warum auch immer. Jetzt hat mir die P-Guard eine Nachricht geschickt. Die Stunde ist ja jetzt auch langsam rum. Ich denke mal, wir werden noch hier noch das Level lösen und dann müssen wir leider auch Schluss machen. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Ich mache vielleicht mal noch einen zweiten Teil oder so, aber jetzt machen wir erstmal hier was. Nochmal ein bisschen konzentrieren. Concentration. Da sind wir rausgekommen, ne? Teile können wir offensichtlich nicht aufnehmen, läuft doch immer hier nach oben. Ach nee, doch. Dann gehen wir jetzt mal hier raus. Was sind wir jetzt hier? Ich weiß nicht, was wir hier sollen. Okay. Hint. Steckdose an, irgendwas. Da kann man nicht durch. Oh, wir sind in der Stadt. Wir sind im Machinarium, Leute. Wir sind im Machinarium. Hallo? Kann ich deinen Regenschirm haben? Ja, wenn du meinen Hund zurückbringst oder so was. Ja, da kann man sonst nicht durch, verstehe. Sind ja wasserscheu. Was ist dort? Na gut, dann gehen wir erstmal wieder rein. Denn da kommen wir ja erstmal nicht durch. Wie hier ist sich das machen, dann glüht die Uhr. Zeig mal. Aha, das ist Zeit. Seht ihr das? 3:55. Das ist Zeit.
Zeit eingeblendet. Pi spammt mich gerade zu. Ich mach mal ganz kurz Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Und muss ihm das mal sagen, weil das weiß er nicht. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Lol. Hey, wo muss ich den jetzt hin? Mal gucken. Wir können ja mal die Uhr umstellen da unten. Auf 4:45, dann mal gucken, was passiert. Hey. 5:22, nee, die Stunde erstmal. Ach so. Hä, was ist das für eine komische Uhr? Die geht nur bis 11 Uhr, oder was? Ich mach jetzt einfach, nee, Moment. Ich mach 4 Uhr. 4 Uhr 45. Aha, wusste es doch. Jetzt haben wir den Safe hier. Ach du Scheiße. Ja, lol. Scheiß die Wand an. Nee, ich hab keine Ahnung, wie das jetzt geht. Könnt natürlich noch einmal zum Abschluss in die Lösung gucken. Wo sind wir denn? Die Frau mit dem Regenschirm. Den Pömpel. Ach, da. Habe ich gar nicht gesehen. Yep. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ich will jetzt dieses eine Rätsel lösen, mit Komplettlösung. Und dann ist gut. Nach oben. Ja, das mit dem Teleskop haben wir auch schon. 4:45, ja. Kombination haben wir auch schon. Klickt in der Zelle die Frontplatte des. Moment, nochmal gleich zurückgehen. Und schiebt dann die drei Kreise. Was? Ah, okay, wir müssen alle grünen Punkte in der Mitte haben, hätte ich mir auch denken können. Alle grünen Punkte in der Mitte. Angenehm, dass man mal nur mit der Maus spielen muss, nicht immer noch zusätzlich mit der Tastatur. Alle grünen Punkte in der Mitte. Soll das gehen? So. Jetzt müsste eigentlich was aufgehen, oder? Thank you.
Naja gut, ich werde jetzt nochmal raus nach Machinarium gehen. Jedenfalls dieses Spiel werde ich auf jeden Fall noch weiter zocken. Ich habe leider keine Zeit für ein Let's Play und ich glaube, es würde sich auch sehr hinziehen, weil ich, wie gesagt, ich bin zu doof für die Rätsel. Die sind auch sehr schwer. Aber ihr könnt euch ja mal selber dran versuchen. Es kostet irgendwie 8,50 € bei Steam oder 10 € mit Soundtrack. Ich würde euch empfehlen, also ich habe es leider nicht gemacht, aber holt euch die CD. Das ist, glaube ich, wesentlich schöner und naja, da kriegt man, glaube ich, auch den Soundtrack mit. Wie gesagt, Informationen, wie ihr es bestellen könnt, alles mit der Link zur Website in der Beschreibung, wie immer. Hier bei der Frau mit dem Regenschirm sind wir nochmal. In diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit Machinarium. Ja, ich feiere das Spiel extrem. Ihr könnt jetzt auch den Test in Textform auf unserem neuen Blog lesen. So ein bisschen steht da was zusätzlich vielleicht noch, wenn ihr Bock habt. Auch wenn ihr nicht so die Lies-Fritzen seid vielleicht. Wäre ganz nett, wenn ihr mal auscheckt und mir vielleicht ein bisschen Feedback gibt. Ja. Bis zum nächsten letzten Test. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, schreibt in die Kommentare, wie ihr es denn fandet. Bis zum nächsten Let's Test. und ja, bis dann. Tschüss. Hier sehen wir noch mal ein bisschen vielleicht die kleine Erinnerung. Die lasse ich jetzt noch laufen. Viel Spaß noch mit Machinarium. Tschüss.